Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich die Olaf-Anleitung für euch. Ihr habt euch das wirklich sehr, sehr oft gewünscht und ich hoffe, ich habe ihn so gut wie irgend möglich treffen können. Und solltet ihr noch Fragen haben, Hilfe brauchen, dann fragt mich wie immer sehr gern. Und damit wünsche ich euch jetzt noch ganz viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Bis dann, tschüss! Dann wollen wir mal unseren kleinen Freund zum Leben erwecken und ich benutze dafür wie immer eine Wolle 3,5 in der Stärke und eine Häkelnadel 2,5. Alles weitere, was du brauchst, schreibe ich dir auch nochmal in die Infobox und dann können wir ja auch loslegen. Wir beginnen mit dem Kopf und dafür fängst du wieder mit einem Fadenring an. Und in diesen Fadenring häkelst du dann 6 feste Maschen. Wenn du das hast, dann ziehst du den Fadenring fest zusammen. Wenn es mal nicht auf Anhieb funktioniert, dann mach es einfach nochmal. Manchmal hakelt es ein wenig. Dann nimmst du dir einen Markierungsfaden, also eine Wolle in einer anderen Farbe, und dann verdoppelst du jede Masche. Das heißt, dass du in jede Masche 2 feste Maschen häkelst. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede 2. Masche. Das heißt natürlich, in die 1. Masche kommt 1 feste Masche, in die 2. Masche kommen 2 feste Maschen. Dann zählst du von vorn, also 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann häkelst du eine ganz normale Runde, das heißt, in jede Masche kommt 1 feste Masche. Anders als sonst verdoppelst du in dieser Runde nicht jede 3. Masche, sondern jede 9. Das heißt, dass du in dieser Runde 2 Verdoppelungen hast und das machen wir, damit wir die Kopfform von Olaf richtig hinbekommen. Das heißt also, du häkelst jetzt in die ersten 8 jeweils 1 feste Masche, dann verdoppelst du die 9. Masche, also häkelst 2 feste Maschen in die 9. und dann häkelst du wieder 8 Maschen, ganz normal, und am Ende verdoppelst du dann nochmal die 9. sozusagen. Dann verdoppelst du jede 10. Masche. Das heißt natürlich, dass in die ersten 9 Maschen jeweils 1 feste Masche gehäkelt wird und in die 10. werden dann wieder 2 feste Maschen gehäkelt. Das heißt, auch in dieser Runde sind es 2 Verdoppelungen. Und dann geht es auch so weiter. Danach verdoppelst du jede 11. und der darauf folgenden dann jede 12. dann jede 13. 14., 15. und 16. Das habe ich jetzt nicht extra alles aufgenommen, weil es sowieso sich permanent nur wiederholt, nur dass du eben sozusagen eine Masche weiter vorwärts verdoppelst. Ich hoffe, du hast das verstanden. Falls nicht, dann kannst du mich aber gerne nochmal fragen. Wenn du dann bis zu jeder 16. verdoppelt hast, dann müsste das jetzt ungefähr so aussehen. Und jetzt häkelst du 11 Maschen ganz normal, also in die ersten 11 Maschen kommen jeweils 1 feste Masche. Dann machst du 4 Verdoppelungen hintereinander weg, das heißt in die 12. Masche kommen 2 feste Maschen, in die 13. Masche kommen 2 feste Maschen, in die 14. kommen 2 feste Maschen, also 4 Verdoppelungen hintereinander weg. Dann häkelst du 4 feste Maschen. Also 4 Maschen ganz normal.
Und in die nächsten 4 Maschen kommen jeweils wieder 2 feste Maschen. Das heißt wieder 4 Verdoppelungen hintereinander weg. Der Rest wird dann ganz normal gehäkelt, also da kommen dann nochmal 11 Maschen, in die jeweils eine feste Masche kommt. Jetzt nehmen wir jede 6. und 7. Masche ab. Das heißt, in die ersten 5 Maschen kommen natürlich jeweils eine feste Masche. Und die 6. und 7. werden zusammen abgenommen. Dafür stichst du in die 6. ein, holst du den Faden, stichst in die 7. ein, holst du den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Dann zählst du wieder von vorn und das machst du natürlich wieder die ganze Runde lang. Also jede 6. und 7. wird zusammen abgenommen. Und die 5. und 6. wird dann zusammen abgenommen, wie zuvor auch. Und auch das wiederholst du die ganze Runde lang. Und danach, in der nächsten Runde, nimmst du noch jede 4. und 5. zusammen ab und dann geht's weiter. Jetzt kommt eine ganz normale Runde, das heißt, du häkelst in jede Masche eine feste Masche. In dieser Runde nimmst du dann jede 3. und 4. Masche zusammen ab. Das heißt natürlich, in die ersten 2 kommen jeweils eine feste Masche und die 3. und 4. wird wieder zusammen abgenommen. Danach kommt eine ganz normale Runde, die ich nicht extra aufgenommen habe, mal wieder. Und ja. Jetzt nehmen wir alle Maschen ab und das heißt, du stichst in die erste ein, holst dir den Faden, stichst in die zweite ein, holst dir den Faden und ziehst ihn durch alle 3 Schlaufen durch. Auch das wiederholst du natürlich die ganze Runde lang. Das Ganze beendest du dann mit einer Kettmasche, das heißt, du holst dir jetzt den Faden, ziehst ihn durch und ziehst die Schlaufe durch die andere Schlaufe durch, schneidest den Faden jetzt ab und kannst ihn komplett durchziehen und das Stück ist fertig. Und dein Kopf sollte jetzt ungefähr diese Form haben. Du kannst das alles auch nochmal zurechtrücken, indem du eben ein bisschen dran rumdrückst und so. Und weiter geht es mit der Nase und dafür hast du schon einen Fadenring und 4 feste Maschen in diesen Fadenring angeschlagen. Und jetzt häkelst du 2 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Es ist etwas knifflig, gib nicht auf. Mich hat es auch total genervt. Ich hasse diese kleinen Sachen. Und dann verdoppelst du jede 2. Masche. Dann häkelst du wieder 2 Runden in jede Masche eine feste Masche. Und dann nimmst du jede 1. und 2. Masche zusammen ab. Und beendest das Stück dann am Ende mit einer Kettmasche. Du kannst aber auch versuchen, bei der Nase ein bisschen Freestyle zu häkeln, also mit Verdoppelungen oder Abnahmen, wenn dir die Form nicht so gut gefällt. Meine sah nach 1000 Versuchen ungefähr so aus. Ich war dann auch zufrieden oder auch einfach nur fertig damit sozusagen. Und ja, vielleicht kriegst du das besser hin. Den Mund habe ich dann aus Filz ausgeschnitten und draufgeklebt. Ihr könnt das aber auch nähen, wenn ihr richtig gut seid. Und die Nase bringe ich jetzt recht nah an den Mund an und dafür steche ich eben einmal ein. Gehe dann durch das Stück von der Nase und dann wieder ins weiße Stück hinein und das mache ich natürlich einmal rundherum. Es sind ganz, ganz simple Hoch- und Runterstiche, ganz einfach. Ich habe aber auch mehrere Versuche gebraucht, falls dich das ein bisschen aufmuntert. Wie du siehst, habe ich die Augen aus Fimo gemacht, du kannst sie aber auch aus Filz machen. Dann habe ich mit Braun noch die Augenbrauen drauf gestickt. Das sind nur 2 Stiche, ganz, ganz einfach. Und gleich wirst du auch sehen, wie die Arme und der Körper funktionieren.